Man kann doch schon weniger machen als im letzten Teil. Aber es passt alles viel mehr, finde ich. Ich kann nicht nach oben, doch ich kann nach oben. Da hängt noch so ein Ding, habe ich gerade gesehen. Du hast jetzt mehr Energie in Duellen, wo wir noch kein einziges Duell gespielt haben. Aber wir haben mehr Energie in Duellen. Ja, wie gesagt, so viel zu entdecken. Tja, komisch, dass wir nicht gegenseitig unsere Identität überprüfen müssen, wie es das Ministerium sonst vorschreibt. Der treibt Mom noch in den Wahnsinn damit. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, prüft er haargenau, ob sie wirklich Mom ist. Ich will gar nicht wissen, wie. Naja. Mal gucken, kommen wir hier rein? Nein, hier können wir nicht rein. Heißt, wir gehen hier wieder runter. Und hauen jetzt nochmal mit dem Ding das da oben an. Wenn ich das könnte. Das ist gar nicht so einfach. Zeug, das zu treffen, vor allem, weil ich nichts höher heben kann. Ich kann halt wirklich nur auf der Höhe was machen, wie ich sehe, beziehungsweise wenn ich genug Platz habe, kann ich das Ding auch höher werfen. Ja, und er ist jetzt so ein bisschen unsere Hilfe, falls wir hier nicht weiter können. Können wir den einfach rufen und dann führt er uns zu unserem nächsten Questpunkt. Also er hilft uns nicht, zu bestimmten Orten zu kommen, sondern halt wirklich nur zum nächsten Questpunkt. Huch. Man kann wirklich eigentlich die ganze Zeit dieses hier nach oben klackern. Ich versuche es ein bisschen leiser zu machen, damit ihr es nicht die ganze Zeit hört. Weil hier so viel Stuff ist und dann dem Zeug läuft man einfach eben vorbei und dann sammelt man das ein. Ich glaube, die geben auch öfters was ab. Das Schloss. Dann lass mich doch in Ruhe. Und das Schloss ist im Großen und Ganzen, glaube ich, dasselbe. Schon fast. Da wird uns beigebracht, wie man rennt, aber das wissen wir ja mittlerweile. Ist auch sehr schön gemacht. Wenn wir jetzt gegen irgendwen rennen. Schade. Das hat jetzt nicht funktioniert, aber normalerweise, wenn man gegen irgendwen rennt, dann legt man sich ab oder denen fallen Bücher außer Hand oder sowas. Stimmt. Komme ich da dran so? Muss ich weiter weg. Muss weiter weg. Oh, jetzt habe ich das Ding weggeworfen. Ja, nicht so schlimm. Kommt wieder. Das ist auch schön gemacht. Wird am wenigsten nicht so schlecht. Beim Runterlaufen. Danke, Nick. Sehr vielen Dank. Ruf mich einfach an, wenn du Hilfe brauchst. Doch Wegbeschreibungen. Ron schielt ein bisschen an ihm vorbei, oder? Ich helfe dir gerne weiter. Dankeschön. Warum haben wir bei all den Geistern bloß Nick abbekommen? Der hat es ja noch nicht mal geschafft, sich sauber den Kopf abschlagen zu lassen. Ich finde den super. Hat er uns hierher geführt, oder? Also, Zaubertrick. Ich glaube, wir dürfen in den Klassen keinen Zauberstab nutzen, deswegen stecke ich den mal weg. Hallo. Harry, mein Junge. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen. Die Verspätung tut mir leid, Sir. Und leider haben Ron und ich auch keine Bücher. Kein Problem. Sie können sich alles von dort drüben nehmen. Lassen Sie uns zu Beginn des neuen Schuljahres etwas Braun beginnen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Grippsschärfungstrank? Hermine, Grippsschärfungstrank? Den haben wir im vierten Jahr schon gesehen. Mach mir einfach alles nach. Alles klar, jetzt geht's los. Markiere eine Flasche und drücke A, um sie auszuwählen. Gürteltiergalle. Drücke A, um sie loszulassen. Wähle eine Flasche derselben Form und Farbe wie diese. Markiere die Flasche und drücke A. A, um loszulassen. Markiere eine Flasche. Loslassen. Super. Sehr schön. Das hätten wir schon mal. Wähle die Flasche und schüttel, bis der Trank diese Farbe annimmt. Etwas reinschütten. Zack. Loslassen.
Wähle die Farbe. Das ist richtig toll. Ich weiß nicht, wer sich das ausgesucht hat, aber der verdient einen Preis. Schütten. Fehler. Du machst Fehler. Machst du Fehler, entsteht Rauch. Okay. Drücke wiederholt die Trigger, um den Rauch zu vertreiben. Gehst du schnell und sorgfältig vor, füllt sich deine Zeitleiste. Wenn du noch einmal versuchen möchtest, wähle das Buch und drücke A. Um vorzufahren, wäre den Kessel und drücke A. Wir wollen natürlich fortfahren. Manchmal könnte ich sowas schon gebrauchen. Einen Grippschärfungstrank. So, als erst Dead Stuff. Davon brauchen wir, bis es grün wird. So. Dann den Stuff, bis es rot wird. Das, bis es so komisch kaki wird. Dann das hier, bis es noch mehr grün wird. Dann wieder das hier, bis es lila wird. Das ist eigentlich nur so ein Farbspiel, ne? Aber da kommen nachher noch schwierigere Sachen. Anfängerglück, Zaubertrank. Flinker Brauer. Nicht schlecht, Miss Granger. Harry, gut gemacht, mein Junge. Nun, da wir gerade so richtig in unserem Element sind, sollten wir mit dem Trank zur Heilung von Furunkeln weitermachen. Was ist das denn? Oh, Harry, das ist ein Trank. Was ist das denn? Ja, hast du wirklich alles vergessen? Ja. So erhitzt du den Kessel. Padam! Auf eine Farbe erhitzen. Also so lange hin und her bewegen, bis da eine Farbe ist und dann aufhören. Eigentlich ziemlich simpel. Nochmal. Ich kann das sogar machen, ohne dass hier zu viele Geräusche entstehen. Zack. Sehr schön. Sehr gut. Noch mehr gelernt. Also, los geht's. Dies ist ein ziemlich heißer Trank. Wenigstens in der Herstellung. Aber seien Sie vorsichtig, dass die Zutaten nicht zu heiß werden. Ein Loch im Kessel kann teuer und sehr schmerzhaft sein. Okay, erhitzen, bis es rot wird. Weiter erhitzen, bis es grün wird. Es ist wirklich ziemlich simpel gemacht, ist aber eine tolle Sache. Dann brauchen wir Flubberwurmschleim. Wieder erhitzen, bis es orange wird. Dum, dum, dum. Dann brauche ich das grüne Zeug so lange viel rein, bis es grün wird. Blau. Aber hier müssen wir aufpassen. Kleine Sachen verfärben das immer ziemlich schnell. Hm. Interessant, was der immer reinkippt. Aber da blabbel ich natürlich halt ein bisschen drüber. Hier hat jemand was hingeschrieben. Rot ist für Anfänger. Erhitzen, bis der Trank rosa wird. Das sind nur die Notizen eines Schülers. Das kann nicht stimmen, sonst stünde es ja gedruckt im Buch. Ja, aber... Ach, ich werde es einfach mal versuchen. Das ist eine super Idee. Also erhitzen, bis er rosa wird. Das ist einmal eine komplette Farbmischung. Junge Harry, rosa? Ja, ich muss wohl... Ausgezeichnet! Sie haben wirklich das Zeug für einen großen Zauber. Dankeschön. Vielleicht fühlen Sie sich zu etwas komplizierterem berufen. Oh Gott, versuchen Sie sich doch mal am Trank der lebenden Toten. Jetzt wird's kompliziert. Sir, Sie haben uns noch nicht gesagt, was sich in der kleinen goldenen Flasche befindet. Danke, Junge aus dem Off. Was Sie hier sehen, ist Felix Felicis. Oder auch gemeinhin als flüssiges Glück bekannt. Ein Schluck und alle Ihre Unternehmungen gelingen. Und genau das ist der heutige Preis. Der Preis für den Schüler, der den besten Trank der lebenden Toten braut. So. Suchen Sie Ihre Zutaten zusammen und lassen Sie auch nicht die Zeit außer Acht. Viel Glück. Ich kann Dankeschön. Die Notizen zuflüstern. Nein, danke. Mein Zaubertrankbuch reicht vollkommen aus. Wie du meinst. Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's schwierig. Schlafbohnen. Schlafbohnen.
Sorry, jetzt konzentriere ich mich nicht darauf. Das hier alles leise zu machen, sondern eher, dass es relativ... Da wurde schon ein bisschen sehr dunkel. Diese hier. So, kleine Flaschen ändern die Farbe des Tankes immer ziemlich schnell. Größere brauchen meist ein bisschen. Hey. Eine kleine Farbnuance, die gefehlt hat. Wermut. Und... Rosa! Tada! Ich bin gut. Nicht schlecht, Miss Granger, aber ausgezeichnet, Harry. Dankeschön. Sie haben ganz eindeutig das Talent ihrer Mutter geerbt. Mhm. Sie war wirklich ein Ass in Zaubertränke. Aber das... Hier, wie versprochen, eine Flasche flüssigen Glücks. Verwenden Sie es mit Bedacht. Dankeschön. Ach, das war schön. Tschüss von draußen. Also das ist halt auch ein Teil von dem Spiel, den ich richtig gut finde. Ging es hier raus? Nee, da geht's raus. Den ich halt richtig, richtig gut finde. Mann, Harry, hast du etwa einen auf Hermine gemacht und den ganzen Sommer über gelernt? Nein, es war das Buch, das ich geliehen habe. Da sind tausende Notizen drin. Ich habe mich einfach an die Anweisungen gehalten. Hä? Du brauchst gar keinen Trank, um Glück zu haben. Ich meine, ich hätte das Buch ja auch erwischen können. Aber nein, ich kriege das, das so aussieht, als hätte jemand drüber gekotzt. Harry Potter? Hör zu. Er wird nicht über die Prophezeiung sprechen, auch nicht über den Tagespropheten und er gibt keine Autogramme, also verschwinde endlich. Nein, du wurdest eingeladen, beim Gryffindor-Duellierclub in der großen Halle mitzumachen. Oh, ach so. Danke, tut mir leid. Schon okay. Oh, Professor McGonagall hat mich gebeten, dir zu sagen, dass hinter dem Porträt dort eine Abkürzung zur großen Halle ist. Das Passwort lautet Bibliotheken bilden. Ja, den kennen wir ja noch. Duellierclub? Das wäre genau das Richtige für dich. Das wäre etwas für alle DA-Mitglieder. Mal sehen, ob einer von ihnen Lust hat, mitzumachen. Geh in die große Halle und informiere dich über den Duellierclub. Aber erstmal große Treppabkürzung. Das ist nämlich auch geil. Die sagen jetzt nicht, wohin. Bibliotheken bilden. Da weiß ich leider nicht so viel, was er sagt. Ehrlich gesagt habe ich den Teil am wenigsten gespielt, glaube ich. Ich glaube, ich habe den fünften wirklich am meisten gespielt. Stuff, Eulen. McGonagall gibt viel zu viele Hausaufgaben. Ups, da bin ich schon gestolpert. Sie ist zu. Verstehe. Die Tür ist verschlossen. Was? Einen Moment. Das ist natürlich vollkommen logisch, dass die Tür zu ist, wenn die uns einladen. Wir hätten auch einfach klopfen können. Ihr könntet nicht zufällig die Türe öffnen, oder? Tsching. Ach, danke. Das war wirklich nett von euch. Oh, kein Problem. Danke, Nick. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Ich bin froh, wenn ich etwas für euch tun kann. Egal was. Na dann. Wenn du Hilfe brauchst, drücke bla, um hinbeizuspringen. Ich glaube, Angus Matlock hat das Sagen hier. Komm, wir fragen ihn, was wir tun müssen. Sprich mit dem Captain des Gryffindor-Duellierclubs. Das schaffen wir. Wir Hallo. Wurden gefragt, ob wir dem Duellierclub beitreten möchten. Ah, das war die Demo vom Spiel. Merke ich gerade. Den Duellierclub wieder geöffnet und wir wollen auf keinen Fall, dass Slytherin uns schlägt. Was muss ich tun? Könntest du ein kleines Beispielduell für uns vorführen? Sollte kein Problem für dich sein. So, jetzt machen wir ein kleines Tutorial in Richtung Duellieren. Okay. Lass uns mit was Einfachem anfangen, okay? Wirke Stupor auf Ron. Bist du bereit? Bei drei wirkst du den Zauber. Stupor. Eins, zwei, drei, los! Wirke Stupor, um anzufangen. Nach vorne. So kann man Stupor wirken hier in diesem Teil. Wenn man ihn zu oft wirkt, dann flatscht er halt daneben. Wow, es ist wirklich toll, Simpel. Zu sehen, Harry. Du bist echt spitze.
Okay, Erstklässler, aufgepasst. Harry wird uns nun eine ganz einfache Abwehr zeigen. Ausweichen. Ron, du zauberst. Harry, du weist seinem Zauber aus. Ausweichen mit RT oder LT. Der Gegner hat übrigens immer grüne Zauber. Damit man die unterscheiden kann. Hep, hep. So, außer Ausweichen gibt es noch... Hey, du da! Hör gefälligst zu! Wir machen mit Expelliarmus weiter. Dieser Zauber ist sehr nützlich, wenn ihr ein Duell schnell beenden wollt. Harry, könntest du uns das bitte vorführen? Natürlich doch. Wirke so Expelliarmus, meine Gegner außer Gefecht zu setzen. Rums. Brillant, Harry! Lust auf ein richtiges Duell? Okay, Ron, jetzt hast du die Chance zurückzuschlagen. Ihr kämpft über drei Runden. Möge der Bessere gewinnen. Komm schon, Harry. Zeigen wir Ihnen mal, wie ein richtiges Duell aussieht. Ladies and Gentlemen von Gryffindor. Heute ist richtig geil. Zwei Leute an, um dem richtig gut gemacht. Gryffindor beizutreten. Auf der linken Seite haben wir Ronald Weasley. Yay. Komm schon, Ron. Und rechts steht der Junge, der überlebte. Der Junge, der gegen du weißt schon wen gekämpft hat. Ist er der Auserwählte? Der Junge, die Legende, Harry Potter. Runde 1. En garde. Unten rechts sind die Lebenspünktchen von ihm und links sind die Lebenspünktchen von mir. Was genau die Pünktchen ausmachen, ich glaube ein Stupor-Treffer macht einen so einen Punkt aus oder einen halben. Aua. Ja. Bam! Jetzt können wir hier auf den ballern, wenn er auf dem Boden liegt. Nochmal Expelliarmus geht nicht. Aber ich konnte jetzt ein bisschen wieder an die Seite gehen. Wow. Ich glaube viermal müssen wir den treffen. Wow. Tada! Runde 2. En garde. Gehen wir ein bisschen offensiver vor. Ich setze mal direkt vor ihm. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Au. Aber unbedingt ein Blockflug. Jetzt können wir uns theoretisch direkt vor den stellen und den so zusammenballern. Aber das mache ich immer ungern, weil der Kampf dann halt ziemlich langweilig wird. Man kann das übrigens auch zu zweit spielen. Gegeneinander. Also konnte man auf der PlayStation vorher. Da wird jetzt noch gesagt, wie viele Treffer man geleistet hat. Spitzentreffer. Längste Serie 30. Energiebonus 94. Gesamtergebnis 5 Sternchen. Anfängerglückduell. Harry. Harry. Jemand vergessen, die Tonspur rauszunehmen. Harry, Harry. Es ist eine Ehre, dich im Duellclub von Gryffindor begrüßen zu dürfen. Du kannst jederzeit wiederkommen und mit uns üben. Am schwarzen Brett kannst du dich für die Duelle anmelden. Ja. Wir werden bestimmt mal Special-Folgen machen, wo wir nur Duelle machen. Triff Ron Drowsen. Hier, wenn wir hingehen, Duellclub Gryffindor, gibt es Junior-Duell, Senior, Senior und Meisterschaft-Duell. Die anderen gibt es auch noch Duellclubs, die sind dann halt woanders. Die anderen Häuser. Hallo Harry, Dumbledore hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Wie kommt es, dass du so aussiehst? Wir haben uns duelliert. Also ehrlich, Ron, es hätte nur 2 Sekunden gedauert, dich wieder etwas herzurichten. Ach. Dumbledore sagte, dass er gerne Säuredrops mag. Hä? Das ist das Passwort. Dumbledore wird mir dieses Jahr Einzelstunden geben.
Wahrscheinlich wird er dir richtig fortgeschrittene defensive Magie beibringen, wegen der Prophezeiung. Komm, Ron, ich helfe dir bei den Hausaufgaben für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, das ist gut. Lumos! Lumos. Und wie das hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode von Harry Potter und der Halbblutprinz. Danke fürs Zusehen. Ciao.